Hi! Und auch heute eine Legung für dich. Und zwar, wie du siehst, ich habe deine Zwillingsflamme rausgelegt. Und zwar den männlichen Part. Also wenn du jetzt als Mann zuschaust, dann dreh das Ganze um. Dann siehst du das jetzt als deine Partnerin. Ja? Es geht ein Stück weit darum, dass wir momentan erfahren, was ihm auch oder was sie auch wirklich tatsächlich bewegt. Und es geht auch ein Stück weit darum, was will dieser Mensch, diese Seele, ne? Ja, was will er denn unbedingt haben? Was ist so die Absicht dahinter? Ich habe hier natürlich die Lenormand-Karten dabei und ich lasse mich intuitiv natürlich auch, ja, führen, ja? Ah. So, okay. Darf ich loslegen? Es geht darum, also er hat noch Hoffnung. Hoffnung, also Hoffnung ist eine große Energie, auch ein bisschen eine alte Energie, denn wenn wir bestimmte Dinge hoffen, dann sind wir in dieser abwartenden Haltung. Wiederum bietet dir eine Hoffnung auch die Möglichkeit, dass es noch nicht vorbei ist, dass du wirklich daran glaubst oder denkst oder dass du hoffst, dass es in der nächste Stufe geht. Vielleicht würde ich diese Karte jetzt in diesem Fall als Zuversicht austauschen. Der hat Zuversicht, dass es hier was wirklich Liebevolles, Festes mit euch wird. Und es zeigen sich die Mäuse in dem Fall so, dass er noch nicht genau weiß, wie und was, ja. Er weiß nicht, was er genau will. Er spürt diese Verbundenheit, diese Energie, aber auch diesen Seelenband, was zwischen euch da ist und was euch verbindet. Und von allen Dingen auch hier, wie gesagt, ja, die Treue, so eine innere Treue. Und das beschäftigt ihn also die ganze Zeit, dass er so diese Treue für dich auch fühlt. Und es geht ein Stück weit darum, in seinen Gedanken, dass er so seine Basis finden möchte, dass er vieles in Heilung bringen möchte. Das bewegt ihn sehr, weil aus der Basis heraus kann man auch wirklich was aufbauen. Aus dem Bodenständigkeit oder geerdet sein kann man da auch wirklich wachsen. Ja? Wenn die Wurzel gut versorgt ist, kann die Krone auch des Baumes sich entfalten. Ich sehe hier auch wirklich eine Transformation, aber Richtung Leichtigkeit auf der Seelenebene. Und ich nehme jetzt hier ihn nochmal wahr. Er zeigt sich auch und präsentiert sich dir, also auch mit Sehnsucht. Und das ist auch wieder so eine Energie, wo so seine Seele ihm sagt, dass er wartet schon so lange darauf, ja, dass er die wieder trifft in diesem Leben, dass ihr euch vereint. Und er möchte auch nichts übersehen. Auch vielleicht in seinem Seelenplan schaut er auch rein. Und ich habe hier das Gefühl, dass er nach Lösungen auch sucht. Wie kann er das mit dir angehen? Und wenn er auch jetzt bis jetzt eine Maske getragen hat, also du weißt es ganz genau, natürlich, dass die Masken hier auch eine Bedeutung haben, denn alles hat so seine zwei Seiten in der Dualität und jetzt kommt was in der Bewegung, in der Leidenschaft und das ist so vor lange, lange Zeit geplant, von Herz zu Herz auf dich zuzukommen und es geht auch darum, dir auch einen Brief zu schreiben, also einen Liebesbrief, das kommt jetzt schon nicht das erste Mal hintereinander. Also einen Brief niederzuschreiben, sich den Gefühlen zu öffnen, ist definitiv für ihn auch wirklich was Neues, ein Neuanfang. Aber denn das macht ihm wirklich Angst. Und wenn er das niederschreibt und dir das auch sagt, ja, da fließen auch diese tiefen Gefühle, die Anziehungskraft und dann kann das auch wirklich in der Erfüllung gehen mit euch zwei. Also oft war hinderlich hier diese innere Zerrissenheit bei der Heilung und zum Glück auch im Verborgenen. Also ich habe das Gefühl, es wendet sich das Blatt. Und ja, was sage ich, wendet sich das Blatt?
Und also es gibt ja zwei Optionen hier und er will ja unbedingt, will der dich ja haben. Unbedingt will der eine feste Partnerschaft, darum geht es auch in der Tiefe. Er lädt dich auch ein und ich sehe hier auch im Außen, ja, sucht er nach einer Umsetzung, nach einem Plan, was ihm noch gar nicht so wirklich klar ist. Aber er wird hier diese Erkenntnis bekommen. Was heißt das? Die Erkenntnis bekommen, das wird ihm so hochkommen, ja. Und natürlich wird das eine Herausforderung sein und das Ganze sollte reifen, aber also steht schon mal fest, er will dich unbedingt, also er will diesen Herzensweg unbedingt gehen, das gibt ihm richtig Kraft. Und der Universum leitet ihn dabei. Also das finde ich großartig. Und es geht auch darum, in deine Richtung. In deine Richtung wird er geleitet. Und dann kommst du hier ins Spiel mit deinen tiefen seelischen Gefühlen, was auch immer wieder noch Zeit braucht. Aber es geht hier tatsächlich ums Ankommen. Und es tatsächlich geht es hier um Richtungswechsel. Wir beleuchten deine Zwillingsflamme da, unterstützen da die Drachen aus dem Drachenkraftenergie, auch ihn dabei. Und es geht auch darum, dass er mehr Empathie mitbringt. Ich erweitere meine Wahrnehmung und entwickle dadurch mehr Empathie. Also die Empathie zeigt sich hier, ja. Und es geht darum. Ja, dass er zunehmend so seine innere Stimme zuhört, weil das wird ihm die Gesundheit und Heilung von Hilarion auch wirklich bringen, ne? Und wir schauen jetzt, was ist so seine seelische Aufgabe in dieser Wachstum. Was ist so seine seelische Aufgabe in dieser Wachstum? Ja, dass er lernt, dass er nicht leugnet bestimmte Dinge aus Angst, ja? Ich stehe zu meiner Angst. Jetzt setze jedoch bewusste Einsicht an ihre Seite, ja? Wenn man bewusst ist, wovon man auch wirklich Angst hat, dass es wirklich mit euch, mit dem Vorleben auch vielleicht zu tun hat, mit der vorherigen Beziehung, dann bekommt das eine ganz andere Energie. Und jetzt, schau mal, kommt auch die Vergebung von ihm, ja? Vergib und vergiss, das Leben ist zu wertvoll, um es sich verderben. Also er wird dir auch vergeben, was da auch geschehen ist, denn jetzt ist wirklich die Zeit da. Er will wirklich dich um jeden Preis wieder haben, unbedingt. Ja, ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, dann freue ich mich. Lass einfach ein Like da. Ich sage danke. Und